So, freiwillige Form. Es kann auch hier wirklich jeder kommen und einfach sagen, warum er hier ist, ganz einfach. Warum seid ihr hier heute? Ich habe nur eine Frage, ganz kurz. Ich habe nochmal über das Wort Demokratie nachgedacht und sehe mir dazu die Bilder in Spanien an, wo Tausende, ich meine schon Millionen auf die Straße gehen, weil sie Hunger haben, weil sie unter diesem Sparpaket leiden. Und der Volkssouverän geht auf die Straße und was passiert mit ihm, wenn er sagt, so nicht? Also er wird niedergeknüppelt. Ich habe gehört, es sind Leute querschnittsgelähmt geschlagen worden. Was ist denn das für eine Antwort darauf, wenn der Volkssouverän ihn sagt, so geht's nicht? Und so geht's nun mal nicht. Ich meine, jeder, der sich mit diesen Geldgeschäften mal genauer beschäftigt und mal hinschaut, jeder, der sich mit Geldschöpfung und Bilanzverschiebung beschäftigt hat und mit Spekulationen mittlerweile sogar auf Lebensmitteln, ich meine, wer sowas erlaubt, ey, das ist doch voll hoch 10, sag mal. Die Menschen verhungern, weil ihr spekuliert. Ja, und wir gehen auf die Straße und die Antwort ist, wir werden querschnittsgelähmt geschlagen, sag mal, voll! Wisst ihr, was passiert ist heute? Hartz IV, weißt du, was Hartz IV aus uns macht? Wir werden zu Mördern. Heute ist ein neues, eine Mitarbeiterin des Jobcenters niedergestochen worden, weil wir immer noch dieses System, was ein verurteilter Verbrecher für uns hier, ja? Für uns hier, wie sagt man, sich hat einfallen lassen, ja? Die Menschen stechen sich nieder, weg mit Hartz IV! Frau, es tut mir so leid, ja? Unendlich. Ich kann ja nichts dafür, dass so ein System eingeführt wird von so einem Verbrecher. Können wir vielleicht eine Minute für Sie schweigen? Danke.